Grundsätzlich macht das Fahrwerk einen sehr gutmütigen Eindruck, sowohl bei Bodenwellen als auch in Kurven. Schon nach kurzer Zeit hat sich bei mir da so ein super Grundvertrauen aufgebaut. So, da steht sie nun in einem knalligen Rot. Mit Akzenten Schwarz und Silber, die BMW S1000 XR, die XR. Erster Eindruck, super sportlich. Leicht kantig hier die Designelemente, hier haben wir Kanten, hier haben wir eine Kante über dem S1000 Schriftzug. Das sieht sehr modern aus. Modern und auch hier vorne mit den LED-Lichtern. Schon ein bisschen aggressiv, also ich würde mal sagen, ein leicht böser Blick. Der Motor ist ein rein Vierzylinder, Öl-Wasser-gekühlt mit 16 Ventilen. Und der ist übrigens kein Unbekannter, das Powerpaket kommt nämlich aus der aktuellen BMW RR. Hubraum liegt bei 999 Kubikzentimeter, 165 PS liegen an bei ungefähr 11.000 Umdrehungen in der Minute. 114 Newtonmeter Drehmoment, die dann so bei 9250 Umdrehungen anliegen. 228 Kilogramm wiegt die XR, das ist echt eine ganze Menge, vollgetankt wohlgemerkt, aber naja, rund 10 Kilogramm weniger als der Vorgänger. In den Tank passen gute 20 Liter, damit sollte man ordentlich weit kommen. Vorne gibt es eine Upside-Down-Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe sind elektronisch geregelt, doch dazu im Detail später etwas mehr, das ist wirklich absolute Top-Technik. Zu den Bremsen, vorne ist eine Doppelscheibe mit 320 mm Durchmesser eingebaut, hinten eine Einscheibenbremse mit 265 mm. Und last but not least, die XR hat LED-Scheinwerfer vorn und Kennzeichen, Blinker, Schlusslicht und Bremslicht auch in LED-Technik. Das sieht übrigens sehr cool aus vom Design her. Wenn man hier bei den Blinkern schaut, da ist im Prinzip das Bremslicht und das Rücklicht integriert in den Blinkvorgang. Für viel Bike wandern eben auch viele Euros über die Ladentheke. Nackt ohne Extras kostet die BMW XR 16.522 Euro und ich habe mich mal so ein bisschen im Konfigurator ausgetobt, ja, vollgepackt mit ganz vielen Optionen, liegt man dann über 22.000 Euro. Der Motor aus der RR etwas modifiziert oder ordentlich modifiziert. Da stellt sich die Frage, wie klingt denn die XR nun? Das wollen wir doch mal ausprobieren. Vier Zylinder, 16 Ventile, Ölwasser gekühlt. Ja, wirklich ein ganz starker Sound. Ordentlich. Mm ist die Sitzhöhe. Für mich mit 1,89 ist das okay. Viel kleiner möchte ich nicht sein. Kniewinkel ist sehr, sehr, sehr bequem. Lenkradhaltung auch. Das ist nicht zu eng, nicht zu weit. Ich sitze recht aufrecht. Angenehm, wirklich ganz angenehm. Ja, man fühlt sich so richtig in das Motorrad integriert. Das liegt auch hinten an der Sitzmulde. Die gibt einem wirklich ein ganz tolles Gefühl.
machen wir das Ganze mal an. Kiles White ist mit an Bord. Und wie bei den modernen BMW eine schöne Animation. Und hier haben wir das 6,5 Zoll TFT Display, das in ja, allen Lichtverhältnissen super abzulesen ist. Ihr seht es hier, wir haben hier einen Schatten, aber auch die Sonne drauf. Und das lässt sich ganz toll ablesen. An der linken Seite ist oder befinden sich die Einstellungsmöglichkeiten. Hier gibt es ein Drehrad für verschiedene Einstellungen und das Menü, durch das man beim Fahren gut durchgehen kann. Also ich habe den Reifenluftdruck, die Restreichweite noch 251 Kilometer. Eine Tankanzeige ist drin, totale Kilometeranzeige, Tripcomputer zweimal. Also da ist eigentlich alles dabei, was heutzutage beim Bordcomputer angesagt ist. Dann gibt es hier die Möglichkeiten und das geht dann hier durch das Drehrad, Navigation, Media, Telefon, Anbindung über Bluetooth, die Einstellungsebene, das funktioniert alles hiermit. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auf mein Fahrzeug gehen und dann sehe ich hier die einzelnen Daten, die man hier sehen kann, Reisebordcomputer, Reifenfülldruck, Service. Also sehr, sehr modern und komplex das Ganze. Es gibt eine zweite Möglichkeit, das Fahrinstrument während der Fahrt anzuzeigen. Das ist dieses hier auf Sport. Finde ich persönlich sehr gelungen. Links, ob das DTC, also die Traktionskontrolle, in Betrieb ist, rechts die Verzögerung in Millisekunden hoch 2 der Bremse und in der Mitte einen großen Drehzahlmesser. Das mag ich gerne. Auf der rechten Seite haben wir die Griffheizung und die Umschaltung der einzelnen Modi. Drei sind an Bord: Rain, Road und Dynamic. Fahren wir eine Runde mit der BMW XR. Der Sound ist schon irgendwie nice. Ich weiß nicht, ob ihr es eben auf dem Display gesehen habt. Da ist grün eine Bremsanzeige angegangen und das ist der Bergfahrassistent. Ich hatte eine leichte Neigung und er hat die Bremsen angelegt. Schönes Komfortmerkmal. Ja, ordentlich über 220 Kilo Gewicht vollgetankt und trotzdem lässt sie sich Go-Kart-mäßig fahren. Ganz, ganz starker Anzug. Riesen Spaß. Gucken wir mal im Dynamic-Modus, wie die Bremse ist. Oh ja, ja. Und das ABS hat ordentlich eingesetzt, so wie das sein soll. Also das Windschild hält wirklich ordentlich den Wind ab. Ich habe es jetzt runtergestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört im Helm. Also im Helm ist es ziemlich laut und ich bekomme den Wind auch ordentlich ab. Jetzt stelle ich das mal hoch, hört mal auf den Wind. Verändert sich deutlich und ist auch angenehmer zu fahren. Oh,
da ist die XR wirklich vollgepackt. Es gibt HSC Pro, das ist die sogenannte Hill Start Control, also ja, eine Berganfahrhilfe. Es gibt MSR, Motorschleppmomentregelung, eine Ready Control, ein Tempomat, ABS Pro, da ist Kurven-ABS drin, ESP, DTC, also Traktionskontrolle. Dann haben wir ein Keyless Ride, dass man ja, den Schlüssel nicht einstecken muss von Autos, kennt ihr das vielleicht? Es gibt hier in der XR einen intelligenten Notruf, das sogenannte E-Call-System. Wenn euch also irgendwas passiert, merkt das das System und ja, sendet im Prinzip einen Notruf ab mit Standortdaten. Also wirklich, das ist Hightech pur. Ja, die Übersetzung ist sehr sportlich und das Schalten absolut komfortabel. Die Gänge lassen sich echt butterweich durchschalten. Besonders komfortabel ist das natürlich mit dem Schaltassistenten, weil da kann ich einfach mal auf die Kupplung verzichten. In den oberen Gängen ist das Getriebe für eine bessere Laufruhe länger übersetzt. Das ist echt ein perfekt anmutendes Fahrwerk, wenn ich das mal so geschwollen sagen darf. Das ein wirklich tolles Sicherheitsgefühl gibt. Es ist perfekt für lange Strecken abgestimmt, aber auch nicht unsportlich. Das haben die Ingenieure echt super hinbekommen. Möglich macht das übrigens auch das Electronic Suspension Adjustment, kurz Dynamic ESA. Das ist ein elektronisches Fahrwerk, wo automatisch, je nachdem, wie die Straßenbeläge sind, also der Bordcomputer errechnet das alles in tausendstel Sekunden, wird die Federvorspannung, die elektronisch verstellbar ist, verstellt, die Zug- und die Druckstufendämpfung elektronisch geregelt. Und das merkt man halt auch, die BMW passt sich dynamisch der Fahrbahn an. Und das ist dann irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Grundsätzlich macht das Fahrwerk einen sehr gutmütigen Eindruck, sowohl bei Bodenwellen als auch in Kurven. Schon nach kurzer Zeit hat sich bei mir da so ein super Grundvertrauen aufgebaut. Für rund 16.500 Euro gibt es ein rundum gelungenes Sport- und Tourenmotorrad. Und rundum gelungen ist wirklich, ja, das macht mir richtig Spaß, hier mit der XR durch die Gegend zu düsen. Die XR ist vollgepackt mit modernster Technik und ja, Ergebnis vieler Jahre Entwicklungsarbeit bei BMW. Und das merke ich halt hier einfach auf dem Bike. In der aktuellen Version ist sie für mich nochmal deutlich besser geworden. Weniger Gewicht. Der Motor ist ein bisschen leiser, die Drehmomente sind verschoben worden für Touren, aber dennoch sportlicher. Ein Top-Motor aus der RR, ein über alle Zweifel erhabenes Fahrwerk, modernes und sehr sportliches Design, wenn ich mich hier umschaue, die Ecken, die Kanten, ja und viele Dinge, die das Motorradfahren bequemer und vor allen Dingen eben auch sicherer machen. Bei mir ist auch der Spaß beim Fahren nicht auf der Strecke geblieben und ja, darum geht es ja letztendlich auch. Die BMW XR macht einfach Hölle Spaß. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich beim Team von BMW Motorrad Riller und Schnauk in Berlin, die mir das Testbike zur Verfügung gestellt haben. Und bedanken möchte ich mich auch bei euch fürs Mitfahren. Ja, bis zum nächsten Mal. Grüße aus der Hauptstadt, Bike for Fun. We'll be right back.